Ja, vielen Dank unserem Vorsitzenden Thomas Rettmann. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man als jemand, der auch beruflich mal in der Astronomie tätig war, ein Faible für die bemannte Raumfahrt hat. Es gibt ja da oft eine gewisse finanzielle Konkurrenzsituation und insofern nochmal besten Dank, dass du den Slot für uns reserviert hast. Ja, ich habe Verstärkung geholt aus Heilbronn und der Kollege Andreas Schulze wird den zweiten Teil machen. Deine Frage, wie sich aufteilt, wir werden es ungefähr hälftig machen. Ich werde einen Rückblick machen und Andreas wird dann danach im zweiten Teil über aktuelle Raumfahrt berichten. Ja, hallo erstmal auch von meiner Seite. Schön, dass ich heute Abend da sein darf hier und heute Abend auch mit dem Thomas zusammen hier das interessante Thema ein bisschen beleuchten kann. Wie er schon angedeutet hat, wird er den Rückblick auf die Apollo-Mission hier darstellen und mein bescheidener Teil wird sein, ein bisschen zu schauen, was Apollo denn gebracht hat in Hinsicht auf die weitere Entwicklung der bemannten und unbemannten Raumfahrt. Also wie gesagt, vielen Dank auch, dass ich heute Abend da sein darf. Ich freue mich sehr, hier auch diesen vortragen zu dürfen. Dann übernehme ich mal den ersten Teil. Wir haben relativ wenig Zeit für so ein großes, umfangreiches Thema. Deswegen habe ich einiges gekürzt. Ich habe ja für jede Apollo-Mission auch was vorbereitet. Ich werde jetzt nicht jede bemannte Mission vorstellen können. Wir werden mal sehen, wie wir durchkommen, aber wir wollen es 50-50 machen. Ja, bei mir sind es drei kleine Unterkapitel. Im Prinzip möchte ich mal die Wegbereiter für das Apollo-Programm kurz vorstellen. Da sind ein paar allgemeine Highlights und Besonderheiten vom Projekt und zum Schluss, wie gesagt, kurz auf die Apollo-Mission im Einzelnen eingehen. Nochmal kurz hier zur Einstiegsfolie. Ja. Also hier sieht man ein Bild von Apollo 11, der hat den Ort drin. Der hier links steht neben dem Seismometer, da steht die Landefähre, die berühmte Flagge. Das ist auch die einzige Fahne, von der man weiß, dass sie umgefallen ist, weil sie einfach zu nah am Landemodul installiert worden ist. Und als Verbindungsglied hier unten eine Aufnahme von der Erde, vom Mond aus, wurde ja bei der Apollo 8 das berühmte Earthrise-Bild gemacht und hier 2015 nachgestellt von der aktuellen Sonde, die Andreas nachher sicher später noch erwähnt. Und rechts oben das Bild von der neuesten Kapsel von SpaceX, der Crew Dragon, da wird er wahrscheinlich auch was dazu sagen, von ihrem Testflug 2019. So, also kommen wir zum ersten Teil. Wegbereiter für das Apollo-Programm. Das waren im Wesentlichen zwei Geschichten. Mercury, die Mercury 7, das war praktisch die Auswahl aller Kandidaten für die Astronauten, für die ersten Astronauten. Es gab ja ein Wettrennen mit der Sowjetunion damals ins Weltall. Der Kalte Krieg hatte angefangen, das ist eine ganz große Geschichte, da kann ich jetzt leider nicht im Detail eingehen. Auf jeden Fall haben die Amerikaner dann die NASA gegründet, haben das Mercury-Programm aufgestellt und diese sieben Leute hier, die waren also dann die Auserwählten. Ich möchte jetzt nur die Leute kurz erwähnen, die mit Apollo auch zu tun hatten. Das war hier der Virgil Prism, der ist bei Apollo 1 beim Test leider verbrannt mit zwei seiner Kollegen am Boden. Dann hier der Wally Schirra, das war der erste Commander von einer bemannten Apollo-Mission. Apollo 7. Dann hier der Alan Shepard. Der Alan Shepard war der erste Amerikaner im Weltall. Er ist allerdings nur so 20 Minuten geflogen. Er ist deutlich über 100 Kilometer gekommen. Das war einfach, dass man nach ein paar Wochen, Monaten mit den Russen halt nachziehen kann. Hat Alan Shepard hier seinen Stab gezeigt mit der Redstone-Rakete und oben drüber die Mercury, ist er da ins Weltall gehüpft. Und hier rechts haben wir noch den Deke Slayton. Der Deke Slayton war ein recht wichtiger Mann. Das war später der Boss der Astronauten bei Gemini. Und auch bei Apollo. Er selber war leider ziemlich schnell flugunfähig aus gesundheitlichen Gründen, hat es dann aber irgendwie gemanagt, sich auf den letzten, überhaupt letzten Apollo-Flug noch einzubuchen als Pilot und ist also beim Apollo-Soyuz-Projekt 1975 nochmal ins Weltall gekommen. Er hat bis dahin alle Crews zusammengestellt und war quasi der Chef der Astronauten. So, der zweite Schritt auf dem Weg zu Apollo war Gemini. Gemini war auch ein sehr interessantes Weltallprogramm. Hier hat man, Mercury hatte einen Astronaut, Gemini 2, Apollo dann 3 und es war ein notwendiger Zwischenschritt sozusagen. Man konnte mit Gemini auch zwei oder drei Raumschiffe im Weltall positionieren und die sich auch gegenseitig annähern lassen, was wichtig war für irgendwelche Kopplungsmanöver Richtung Mond. Man hat Sachen ausprobiert mit der Landung, ist im Wasser gelandet, hat aber auch probiert, ob es nicht vielleicht doch möglich wäre, auf Land zu landen. Und da das ja alles begeisterte Kampfflieger waren, Testpiloten, hatten die überhaupt nichts dagegen, auch ein bisschen Flugzeug zu spielen, hier mit so einem aufblasbaren Drachen.
Hat sich aber nicht so bewährt. Sie haben es relativ schnell eingestampft. Sie haben ja später mit der Apollo auch probiert, mal testweise auf Land runterzukommen. Aber das hat der Kapsel wirklich nicht gut getan und sie haben es dann sein lassen. Und im Gegensatz zu den Russen halt auch in Zukunft sind sie immer im Wasser gelandet. Was man hier in der Mitte sieht, da ist auch der Neil Armstrong und der Dave Scott, die beide ja Apollo-Commander waren. Es war quasi eine Notlandung, die mit Gemini 8 wollten sie an die Agena oben ankoppeln, um da was zu testen, aber dann ist das gesamte System außer Kontrolle geraten. Sie dachten zuerst, es liegt an der Agena, an Düsen von der Agena, aber es lag an ihrem Raumschiff, an der Gemini. Und der Armstrong konnte sich nur dadurch behelfen, dass er die Raketen gezündet hat, die eigentlich für den Abstieg zum Landen gedacht waren, die Bremsraketen, und so mussten sie ihren Flug halt anbrechen. Aber das hat dann letztendlich doch noch gut geklappt. Leider ist halt der Dave Scott in seinen Außeneinsatz gekommen, der wollte das wiederholen, was der Ed White hier gemacht hat. Das war der erste Amerikaner im freien Weltall. Damals waren die Amerikaner noch hinter den Russen. Der Leonov von den Russen war ja der erste, der draußen war. Hier links sieht man, dass zwischen den Astronauten und Kosmonauten, da war natürlich keine großartige Spannung, so ähnlich wie auf der ISS oben. Die haben sich freundschaftlich verstanden, hatten ja den gleichen Beruf. Und das war mal bei irgendeiner Luftfahrtmesse hier in Europa, wo sich hier Gagarin, der erste Mensch im Weltall, getroffen hat mit der Besatzung hier von Gemini 4, mit dem Jim McDivitt und dem Edward White. Der Edward White ist ja auch einer der Astronauten, der gestorben ist bei Apollo 1. So, so viel als Übergang von 0 zu Apollo. Ein paar Highlights. Das auffälligste Highlight von Apollo ist natürlich die Saturn-Rakete. Die größte funktionierende Rakete aller Zeiten. 13 von diesen Teilen sind völlig problemlos gestartet. Gut, völlig problemlos ist relativ. Sie haben ja zwei unbemannte Starts gemacht und beim zweiten unbemannten Start gab es ziemlich viel Oszillation, der sogenannte Pogo-Effekt. Das ging G-mäßig schon, wäre bedenklich gewesen für Astronauten. Aber sie haben sich dann schon Gedanken gemacht, was es sein könnte, haben dann einiges optimiert und waren zuversichtlich, das in den Griff zu bekommen. Die Rakete war über 100 Meter hoch, sehr schwer, 2900 Tonnen, Nutzlast 140 Tonnen in nahen Erdorbit oder 40 bis 50 Tonnen Richtung Mond. Interessant finde ich, dass die dritte Stufe, die Saturn 4b, die wurde auch bei der kleinen Rakete, bei der Saturn 1b verwendet, mit der man ja Apollo-Kapseln, auch die Landefähre ohne Leute, nur in die Erdumlaufbahn geschossen hat. Da reichte eine kleine Rakete aus, aber die hatte als zweite Stufe praktisch das, was die Saturn als dritte Stufe hat. Damit konnte auch schon mal die Stufe selbst, aber auch der Bordcomputer, der oben drüber in dem Instrumentenring installiert wäre, getestet werden mit der Schnittstelle zu Apollo. Das ist also gleich gewesen bei der kleinen Rakete und bei der großen Rakete. Was man hier rechts noch sieht, ist der letzte Start von der Saturn 5. Upsala, mit der letzten Saturn 5 hier wurde ja, also mit der letzten gestarteten Saturn 5, wurde der Skylab, die Raumstation, in den Himmel gebracht. Dafür hat man eine dritte Stufe, ebenso eine besagte S4B, jetzt von der, die war übrig von der Saturn 1b, aber macht im Prinzip nichts, die hat man ausgebaut von der Raumstation. Da gab es ja auch einige Probleme, aber das würde jetzt leider zu weit führen, darauf einzugehen. So, ein anderes Highlight ist natürlich die Mondfähre, das Luna-Modul. Anfangs hat man das Luna-Excursion-Modul genannt, später hat man sich auf LM geeinigt, weil Exkursion klingt so wie Ausflug und ist bei manchen Begrifflichkeiten sind die Amerikaner ja empfindlich. Da wurden auch 15 Stück gebaut. Interessant ist auch von dem fliegerischen Aspekt her, dass am Anfang die beiden Komponenten und mit dem Folgetank und Astronauten, das hat 15, 16 Tonnen gewogen. Auch vom Fliegen her ist das sehr relevant. Und später, nach dem Rückstart vom Mond, beim Ankoppeln wieder an die Kommandokapsel, waren es nur noch 2 bis 3 Tonnen. Und dann fliegt sich das ganz anders. Ich glaube, der Buzz Aldrin hat es mal beschrieben, halt ein Unterschied wie ein riesen LKW und ein Ferrari. Also man muss da halt dann auch umdenken beim Steuern von dieser Landefähre. Apollo 11 hatte das erste Landemodul, was auch wirklich landen konnte. Alle davor waren einfach zu schwer. Es wurde trainiert mit dem LLRV, mit dem Lunar Landing Research Vehicle, was man hier rechts unten im Eck sieht. Da gab es schon 2, 3 ernsthafte Zwischenfälle, speziell auch mit Neil Armstrong, der halt natürlich sehr oft damit geflogen ist. Und das Ding wurde dann unsteuerbar zum Beispiel und er musste sich mit dem Schleudersitz retten in letzter Sekunde. Was er aber ganz cool gemanagt hat. Man sieht ihn hier in einem Simulator von einem Lunar-Modul, wie er halt testet, als wie er die Landung ausprobiert. Es ist auch so, Apollo waren ja 3 Leute, das war ein Commander, dann war es ein Command-Module-Pilot und ein Lunar-Module-Pilot. Wobei die Bezeichnung halt,
kann man nicht so ernst nehmen, weil der Commander war eigentlich der Pilot von der Mondlandefähre. Und der Lunar Pilot, also der Buzz Aldrin in dem Fall, war eigentlich nur sein Assistent. Der Command Module Pilot, also der Michael Collins zum Beispiel, der Apollo 11, das war ein wichtiger Mann halt für die Apollo-Kapsel selbst. Der musste ja auch allein um den Mond fliegen und dann abwarten, bis die Kollegen wieder hochkommen. Der hatte die Kommandokapsel unter sich. Ja, man musste viel Gewicht sparen, weil jedes Kilo zählte. Ganz dünne Wandwinken hat man gehabt. Man musste aber keine Rücksicht auf Aerodynamik legen. Man musste keine seltsamen Flügel anbauen, wie beim Space Shuttle, was ja da Vorgaben war von der Luftwaffe bei den Amerikanern. Das war halt für außerirdischen Einsatz gedacht. Und bei Apollo 13 hat sich es noch unerwarteterweise als Rettungsboot bewährt, als die Kommandokapsel ausgefallen ist, weil das dranhängende Servicemodul quasi explodiert ist oder ein Tank davon. Ja, für mich selbst, der ja auch einige amerikanische Autos aus dem Space Decade selber besessen hat, dran rumgeschraubt hat aus den 60er Jahren, ist natürlich der Lunar Rover, das Mondauto. Ja, ist ja jetzt gerade wieder in, Elektrofahrzeug. Es hatte zwei Batterien mit 36 Volt, hatte Reichweite von mehr als 90 Kilometer und war schon eine tolle Kiste. Hier links sieht man den Werner von Braun, wie er so einen allerersten Prototyp mal testet. Da war sicher noch nicht viel angeschlossen an der Antenne da oben. Und man hat das Ding dann noch sehr optimiert bei Boeing. Das wurde ja von Boeing gebaut. Das war auch total zusammenfaltbar und wurde bei den drei letzten Apollo-Missionen genommen. Man sieht hier links unten, wie bei der letzten Mission eine Reparatur gemacht worden ist von den Eugene Cernan und vom Harrison Schmidt, weil denen der Kotflügel kaputt gegangen ist. Der Cernan hatte so einen Hammer hier stecken an seinem Stiefel und ist da beim Vorübergehen, hat er da die Hälfte abgerissen. Und wie man da rechts oben sieht, ist der Staub ein großes Problem. Also die konnten so nicht fahren ohne Kotflügel, das hat keinen Wert gehabt. Und der Mondstaub ist ja ganz anders wie irdischer Staub oder Sand. Der ist total, ich will nicht sagen klebrig, aber haftend halt. Das Problem hatten ja auch die Leute selbst an ihrem Raumanzug oder wenn sie es aus Versehen eingeatmet haben, wie Herr Hersen Schmidt, wie es ihm passiert ist, das Zeug wird man so schnell nicht los. Das kommt halt hauptsächlich daher, dass die Sonne und der Kosmos und die Mikrometeoriten alle ungehindert auf die Oberfläche aufstoßen, aufprallen, ständig die ganze Zeit. Und es gibt ganz scharfe, eckige Teilchen, die halt sehr haftend sind. Jo, ein bisschen was zum ausländischen Bezug zu Apollo. Ich nenne jetzt einfach mal Deutschland und Russland. Da fällt einem zuerst der Werner von Braun ein als Chefdesigner von der Apollo-Rakete. Er war natürlich nicht allein und er war eigentlich nur so der Chefdesigner. Die Amerikaner haben sich ja am Ende vom Zweiten Weltkrieg den Werner von Braun geschnappt, da in der Nähe der Alpen, mitsamt 100 Leuten, seinen engsten Stab. Darunter waren auch recht wichtige Leute wie der Kurt Debus oder der Arthur Rudolph. Man sieht hier auf dem Bild unten den Debus zwischen dem Kennedy und seinem Vizepräsidenten Johnson. Also die hatten dann relativ schnell, relativ guten Zugang auch zu höheren Schichten bei den Amerikanern. Die Amis waren da ziemlich pragmatisch, muss man sagen, weil es war ja eine gewisse Nazi-Vergangenheit durchaus gegeben. Und wie mir hier auch ein Zuhörer gesagt hat und nochmal darauf hingewiesen hat, heute Abend kommt um 10:30 im Ersten, halb zwölf im Ersten, ist ja noch besser, haben wir genügend Zeit, eine Sendung über das Thema Raketeningenieure und Nazi-Zeit bei den Amerikanern und speziell auch zu dem Arthur Rudolph wird einiges gesagt, der wohl im Hintergrund ziemlich wichtig war. Er hat auch bei Pershing viel mitgearbeitet, wurde hoch dekoriert und interessanterweise einer der wenigen, der eigentlich dann im Prinzip noch ein bisschen zur Rechenschaft gezogen worden ist in den 80er, 90er Jahren, als ein paar jüdische Forscher danach geforscht haben und ihm wurde quasi auch angedroht, vor Gericht gestellt zu werden, hat dann aber einen Deal gemacht, dass er mit seiner Familie das Land verlässt und dass dann halt weiter gegen ihn nicht ermittelt wird. Ja, hier unten sieht man noch rechts ein bisschen russischen Einfluss. Es war natürlich immer das Wettrennen da. Der Sergei Korolev oder Korolev, wie die Amerikaner sagen, war ja ein sehr wichtiger Mann. Das war praktisch der Gegenpart hier zum Werner von Braun. Ist leider halt Anfang der 66er Jahre gestorben. Und man kann eigentlich sagen, dass es danach ja auch abwärts ging. Da war dann nicht mehr das Mastermind da bei den Russen. War sicher nicht der einzige Grund, aber einer der Gründe, warum die Amerikaner dann die Russen überholt haben. Ich habe die anderen Namen auch noch dazu geschrieben, weil gut, der mittlere, der Kurtschatow, ist scheinbar einer der Väter der russischen Atombombe, okay. Aber der dritte, der Keldysh, war später bei der Mondlandung auch von Interesse, weil er war praktisch ein Kontaktmann für die Amerikaner. Die Russen hatten ja gleichzeitig auch eine Sonde hingeschickt zum Mond mit Apollo 11
die versuchen sollte, dann automatisch ein bisschen Bodenbroke zu holen, noch vor Apollo 11. Und die Amis wussten nicht genau, wo das Ding rumfliegt. Und die wollten natürlich nicht zusammenstoßen, auch funktechnisch wollten sie kein Problem haben. Und der Bormann, der Kommandant von Apollo 8, der war nach seinem Apollo-Flug um den Mond in Russland und hatte zu diesem Meister Keldysh, der Präsident der russischen Akademie der Wissenschaften war, persönliche Beziehungen aufgebaut. Und die beiden hatten dann untereinander Telegramme ausgetauscht, sodass beide Seiten auf dem Laufenden waren, was denn da im Gange war. Ja, und ganz unten noch links, der Günther Wendt, das war der Pad-Leader bei den Amerikanern. Der Spitzname von ihm war der Führer der Rampe, der Rampenführer. Das hat ihm schon scheinbar der John Glenn gegeben. Er war dann eine Zeit lang nicht mehr aktiv, Anfang von Apollo, weil er dann auch nicht mehr von McDonnell Douglas bearbeitet wurde. Aber der Wally Schirra, der schon genannte Commander von Apollo 7, der wollte ihn unbedingt wieder zurückhaben. Er wollte diese britannische, strenge Art. Der Günther Wendt, der hat ja auch den Herrn Douglas von McDonnell Douglas mal rausgeschmissen, weil es ihm zu viel wurde. Hatte aber halt auch so einen starken deutschen Akzent, wie auch der Werner von Frauen. Und die Amerikaner haben sich da immer so ein bisschen drüber lustig gemacht, als nur im Scherz. Und das war wohl der Don Eisele, einer der Mitflieger von Apollo 7, der als Funkspruch dann gegeben hat oder ausgegeben hat, I wonder where Günther Wendt, weil er halt immer mit W und V Schwierigkeiten der Günther Wendt. Und die haben sich dann auch gegenseitig Geschenke ausgetauscht. Ich weiß jetzt nicht, ob das Foto hier mit Apollo 11 und Günther Wendt, das war vom Schluss, wo sie wirklich gestartet sind oder nur eine Simulation. Auf jeden Fall zum Beispiel links der Michael Collins, der hat ihm dann den Günther Wendt als Geschenk, weil sie oft zusammen angegangen sind, eine gefrorene Forelle auf dem Brett übergeben. Und der Daniel Armstrong, der im Gespräch ist mit dem Günther Wendt, der hat dem Günther halt so eine kleine Fahrkarte Taxi zwischen zwei Planeten gegeben. Also das Verhältnis war schon relativ entspannt. Ja, kurz noch zum Thema bemannte Raumfahrt. Das ist so eine Begrifflichkeit. Ich meine damit natürlich auch, dass Frauen genauso gut dazugehören. Und spätestens beim Shuttle hat man festgestellt, es gibt ja auch, oder da wurde es ja dann endlich Wirklichkeit, dass es weibliche Shuttle-Commander gab. Es ist bekannt, dass bei der Programmierung die Frauen sehr aktiv waren bei den Amerikanern. Da gab es ja neulich auch Kinofilme dazu. Und selbst bei Mercury schon, da gab es privat finanzierte Tests, psychologische und psychische Tests, wo die Frauen ganz genauso mithalten konnten wie die Männer. So, dann möchte ich noch kurz auf ein paar Apollo-Missionen im Einzelnen eingehen. Ich fange jetzt schon mit Apollo 9 an, die anderen habe ich mal hinten angestellt. Falls da jemand später noch Fragen dazu hat, dann können wir das gerne hier unter uns klären, kein Problem. Das war die erste Mission, wo die Landefähre auch bemannt eingesetzt worden ist. Es ging gegen Ende ja ein bisschen durcheinander, weil die Landefähre zu spät fertig wurde und auch andere Gründe. Es gab halt diesen Apollo 1-Unfall, da gab es ja ein Jahr lang, dann anderthalb Jahre lang gar nichts. Und man hat dann Apollo 9 nach Apollo 8 den Mondflug zusammengestellt, um die Mondfernbesatzung mal zu testen. Aber in Down-Air-Orbit, aber schon komplett mit der Saturn 5 wurde alles hochgeschossen. Es wurde früher gesagt, die Mondfähre extra und die Apollo separat auf 2.1b hochzuschießen, hat man dann umgestellt. Das hat alles ganz gut geklappt. Was man auch getestet hat, war der autonome Mondanzug. Hier unten, hier. Da steht der Rusty Schweikart, steht hier an der Mondfähre. Er hat praktisch dieses Foto hier gemacht und der Dave Scott hat dieses Foto hier gemacht. Und das war zum ersten Mal, dass man halt oben im Weltall einen Raumanzug getestet hat, der halt nicht mit so einer Nabelschnur, wie man es vorhin beim Advite gesehen hat, mit dem Raumschiff verbunden war. So was brauchte man natürlich für den Mond. Der war ja zweiteilig, dieser Rucksack, hinten der größere Teil unten. Der wurde später immer aus der Landefähre rausgeworfen vor dem Rückstart, weil es einfach unnötiges Gewicht war. Der obere Teil war so eine Art Sauerstoffreserve für 30 Minuten. Den hat man mitgenommen, falls es beim Ankoppeln, beim Wiederankoppeln an die Kommandofähre Probleme gegeben hätte. Dann hätte man halt außenbords umsteigen können, innerhalb 30 Minuten optimalerweise. Was man hier links noch sieht, ist, wie das Luna Modul 3 hier ankommt in so einem speziellen Frachtflugzeug von Captain Kennedy. Ja, Apollo 10 war die Generalprobe am Mond, aber es war klar, dass sie nicht landen sollten. Das war von vornherein klar, auch der Kommandant von der Mission, der Thomas Stafford, der war jetzt auch nicht so erpicht drauf, unbedingt landen zu wollen. Er hat ja den Gene Cernan mit dabei, das war eher so ein bisschen ein Hitzkopf und Scherzkeks, wie man später noch festgestellt hat. Und der John Young war auch ein recht junger, dynamischer Pilot. Und das Gerücht geht auch um, dass die NASA sicherheitshalber die Tanks von der Landefähre nur halb voll gemacht hat, dass sie nicht wirklich auch noch versuchen zu landen. Also, auf die schlechte Ideen kommen. So wie hatte Dave Scott mit dem Lunar Rover, wo er an der Heckrille gelandet ist und am Anstand mit aufgefunkt hat. Also Jungs, ich fahre dann mal da runter. Und die von der NASA, nein, fahr nicht darunter, weil die
NASA-Leute am Boden wollten halt nur, dass sie so weit fahren, dass halt zur Not noch zurücklaufen können. Und ja gut, die Astronauten, das war, wie gesagt, es war früher auch Vorschrift, dass man Testpilot war, mindestens 1000 Stunden Flugerfahrung, die haben ja schon einiges erlebt. Der Neil Armstrong ist mit einem Flügel ist er schräg von Korea wieder Richtung Flugzeugträger geflogen und so weiter. Also die hätten viel gemacht, was halt ihre Chefs da oben nicht machen wollten. Und der Wally Schirra, der hat sich ja dann auch mit dem Boden angelegt, aber das ist ein anderes Thema. Ja, Apollo 10. Im Prinzip der Dick Sladen und Konsorten haben den Leuten, die zum Mond fliegen, aber nicht landen können, auch versprochen, okay, ihr dürft nochmal hinfliegen zum Landen. Das war im Prinzip, das war eigentlich klar. Das wollten natürlich nicht alle, wie der Frank Borman zum Beispiel, der Commander war von Apollo 8, dem war es genug. Aber der Jim Lovell, wie man weiß, ist ja mit Apollo 13 nochmal hingeflogen, der wollte nochmal landen. Dazu ist er dann leider nicht gekommen. Ja, Apollo 11 war dann die erste Mondlandung. Am 20. beziehungsweise 21. Juli war das. Das war gerade so um Mitternacht herum, UTC, vor 50 Jahren. Priorität war natürlich mal Mondgestein zurückzubringen. Deswegen hatte Neil Armstrong auch sich extra eine kleine Tasche halt annähen lassen an seinen Anzug für eine Notprobe. Und sobald er draußen war, nach ein paar Minuten, hat er da ein paar Brocken eingesammelt, sich eingesteckt, falls man doch unversehens und sofort wieder hätte starten müssen. Dazu ist er Gott sei Dank nicht gekommen. Sie haben auch nur einen Ausflug gemacht, sie waren 2-3 Stunden draußen oder 1,5 bis 2 Stunden. War, am Anfang waren 2 Ausflüge geplant, man hat das alles ein bisschen vereinfacht, weil man wusste, okay, es ist die erste Landung unten, das kann schwierig werden. Ja, hier links sieht man zwei der Experimente. Hier sieht man den Laserreflektor, mit dem er auch den Abstand zum Mond nochmal ganz genau messen konnte. Gut, dazu hat man nicht unbedingt Astronauten gebraucht. Später die Lunokhods hatten ja oben auch dann Laserreflektor drauf oder die Sonden. Aber die von Apollo haben natürlich sehr gut funktioniert, funktionieren immer noch. Hier ein passives Seismometer. Passiv auch deshalb, weil man bei schweren Mondmissionen sogar extra kleine Granaten mitgenommen hat, die man dann absichtlich zu bekannter Zeit gezündet hat, wie so Mörser, um dann zu testen, wie sich die Seismik da verhält am Mond. Was man hier auf dem Foto jetzt nicht sieht, auf der anderen Seite wurde noch ein Sonnensegel aufgespannt, wie so eine Fahne nach unten, mit dem man Sonnenwind einfangen wollte. Jetzt probiere ich mal, ob ich hier kurz, ich möchte nur ein kleines Video hier starten, ob das hier tut. So etwa 1 Minute, 2 Minuten lang. Das sind also die Bilder, die damals um Mitternacht hier auch in Deutschland rübergingen. Das war eine extra kleine Kamera am Landemodul montiert. Er steht hier noch auf dem Landeteller. Festhält an der Landefähre, also er ist er sehr vorsichtig, hält sich da immer noch fest. Es ist ja noch keiner groß auf dem Mond rumspaziert, man wusste es nicht. Das Video gibt es komplett seit 1-2 Jahren dann auch von der NASA, das kann ich sehr empfehlen, das ist ganz toll, da ist auch die ganze Landung dabei, es gibt überhaupt sehr viele Informationen darüber. So, noch eine zweite Folie zu Apollo 11, da möchte ich zwei Dinge nennen, der berühmte Computeralarm 1202,
Das ist auch, wenn man mal das Abstiegsvideo verfolgt, die einzige Stelle, wo der Armstrong, er wird nicht nervös, aber er fragt schon ziemlich angestrengt nach bei der Bodenkontrolle, was denn dieser 12.02 bedeutet. Weil ihm ist er noch nicht in die Quere gekommen. Auch glücklicherweise ist der gleiche Fehler 2-3 Wochen vor der Mondlandung im Simulator passiert, mit einer anderen Mannschaft. Und da wurde die Landung abgebrochen, weil keiner wusste, was ist jetzt Sache. Der Gene Kranz und andere haben dann das ganze Team an dem Abend nochmal zusammengeführt und haben sie darüber diskutiert, auch mit den MIT-Leuten, die halt den Computer gebaut haben. Und die haben dann gesagt, wir können da eigentlich weiterarbeiten. Das bedeutet halt im Prinzip eine Überlastung von dem Computer. Aber der war ja so gebaut, dass er seine Aufgaben prioritätenbasiert abarbeitet und er hat dann einfach einen sehr schnellen Neustart gemacht und einfach die wichtigsten Dinge wieder von vorne angefangen. Und da der Fehler nur 3-4 Mal aufgetaucht ist bei der Landung, ich glaube es war 3-mal 12.02 und 1-mal 12.01, was ähnlich ist, war es dann kein Problem. Der eigentliche Grund war halt, oder einer der Gründe war, dass gleichzeitig das Bodenradar angeschaltet war, aber auch noch Impulse kamen von dem Kopplungsradar, was man später wieder brauchte, halt, um an die Raum an die Apollo-Kapsel anzukoppeln. Und ja, also es war dann letztendlich doch nicht so kritisch, wie man gedacht hat. Ja, und die Fahne, also wenn man das mal nachliest im Detail, die kam ja auch erst recht spät an die Mondlandefähre dran. Die NASA hat sich da jetzt nicht so großartige Gedanken vorgemacht, kamen erst Ideen auf, eine UNO-Flagge hinzusetzen und so weiter, aber dann, sobald es halt die Politiker mitbekommen hatten, dann ging es ja mal gar nicht. Und spätestens ein halbes Jahr nach der Mondlandung wurde dann ein Gesetz durchgebracht, dass solange diese Missionen hier mit amerikanischem Geld finanziert sind, wird dann nichts als die amerikanische Flagge aufgebaut. Ja, hat natürlich irgendwo auch seine Berechtigung. Aber mit dem Zusatz, dass damit jetzt nicht eine Landinanspruchnahme gedacht ist. Also das muss man sagen. Und die Fahne wurde die ersten beiden Male hinter der Leiter transportiert. Da muss man einen ziemlich guten Behälter dafür bauen. Später hat man es dann in die großen Kisten am Rand von der Landefähre mit reingesteckt. Insofern war das dann auch kein Problem. Was mir recht noch sieht, ist ein Bild von der Sonde. Ich glaube, das Bild von der Hersteller auch noch, von der modernen Sonde, wo man den Landeplatz hier nochmal sieht. Da ist halt interessant, hier ist die Landefähre, hier sind die zwei Expander, die ich gezeigt habe. Da steht die erste Kammer, die sie später aufgebaut haben. Und hier sieht man die Fußspuren vom Armstrong, wie er da mal rübergewandert ist zu diesem Krater. So, jetzt mache ich relativ schnell die anderen Missionen hier. 3-4 Minuten noch. Apollo 12. Der Pete Conrad hat gesagt, ich mache eine Punktlandung, ich mache es nicht wie der Armstrong, der natürlich aus berechtigten Gründen nochmal Ansteuerung genommen hat und ein paar Grade durchzogen hat, ein paar Brocken und so weiter. Ich lande an Pete's Parkplatz und Pete's Parkplatz sollte an der Surveyor 3 Sonde sein. Und von der Surveyor 3 Sonde hat er dann die Kamera abgebaut und die kann man in Amerika besichtigen. Also das ist das erste Mal, dass ein Raumfahrzeug an der gleichen Stelle gelandet ist, wie vorher schon eins gelandet ist und dass man auch ein Stück von einem gelandeten Raumfahrzeug wieder nach Hause bringt. Pete's Parkplatz. Der Pete Conrad, der hat ja dann auch noch die erste bemannte Skylab-Mission kommandiert und sein Kollege Alan Bean, der mit ihm drunten war, der hat die zweite Skylab-Mission kommandiert. Apollo 13, da kann ich halt nur den Film mit Tom Hanks empfehlen. Ganz toller Film, sehr gut gemacht. Mir ist nur eine Kleinigkeit aufgefallen, ich sage jetzt nichts weiter jetzt hier zu Apollo 13, das kann man alles nachgucken. Das hat ja funktioniert, man sieht hier, wie sie die Luftfilter umbauen für das CO2. Was man jetzt hier auf dem Bild auch sieht von Apollo 14 ist, die Mondlandefähre wurde immer mit der Sonne im Rücken gelandet. Also dann die Leiter, die war ja vorne an der Strebe, die richtige Flugrichtung war, die war immer im Schatten. Und das ist falsch dargestellt hier in Apollo 13. Aber das ist mal eine Kleinigkeit, man wollte halt den Tom Hanks nicht im Schatten zeigen. Das lasse ich gerade mal durchgehen. Bei Apollo 14 möchte ich kurz erwähnen, dass das Ersatzteam von Gene Cernan war und der hat immer solche Aufkleber gebracht hier mit den Weil den Kojoten mit dem grauen Bart, um den Alan Shepard zu veräppeln, der ja ein alter Mercury-Astronaut war. Ja. Und er und auch die haben diese Aufkleber überall reingelegt, auch in die Mondlandefähre. Und immer dann auf dem Mond haben sie irgendwas ausgepackt und dann kamen diese Aufkleber vom Ersatzteam entgegen. Und irgendwann hat der Shepard halt gesagt, beat my ass, beat my ass, hat er gesagt. Sie hatten so eine Rikscha dabei, so einen kleinen Handwagen. Der hat sich nicht toll bewährt, aber es war immerhin das erste außerirdische Fahrzeug von der Menschheit, was Gummireifen hatte. An den Kugelreifen lag es mir nicht unbedingt, aber dass die halt den so mühsam ziehen mussten. Dann hat er noch Golf gespielt, der gute Alan Shepard, 2 Golfbälle. Hätte ich auch noch ein Video, führt jetzt leider zu weit. Sein zweiter Ball, der ging wirklich etliche 100 Meter weit. Ging leider nur mit einer Hand, weil der Raumanzug war ziemlich steif. Erst mit 15, 16, 17, wo sie sich setzen mussten in den Rover, da musste man den Anzug so machen, dass sie sich ein bisschen bewegen konnten.
der Alan Shepard. Er wusste auch, das ist sein letzter Flug, war so ein Eisen 6 an seinen Doktor rangeschraubt und das war's. Apollo 15, erstes Mal zum Mondauto. Ja, was ist hier zu erwähnen? Der Dave Scott, der ist ja auch schon unterwegs gewesen mit Apollo. Da gab es später eine Briefmarkenaffäre, die hatten unerlaubt Erstfragsumschläge mitgenommen, da war auch ein deutscher Philatelie-Händler mit verwickelt. Insofern fiel die dann ein bisschen Gnade und hat zum Beispiel auch Schwierigkeiten zur Luftwaffe zurückzukehren. Einer der Landeschirme ist ausgefallen hier bei Apollo 15, was jetzt kein Problem war, die waren redundant ausgelegt. Wenn noch einer ausgefallen wäre, wäre es ein bisschen sportlich, wie es der Thomas Walter sagt, wäre es ein bisschen sportlich. Das lag daran, dass die ihren Treibstoff von der Apollo-Kapsel abgelassen hatten und es hat sich mit den Seilen im Schirm hat das reagiert und dadurch hat er nicht richtig ausgelöst. So, 16 ist astronomisch interessant, wurde das erste Mondteleskop aufgebaut, ein UV-Teleskop. Das hat man im mondweißlichen Schatten von der Mondlandefähre aufgestellt und es hat halt praktisch zum ersten Mal vom Mondboden aus UV-Aufnahmen gemacht. Inzwischen gibt es auch chinesische Raumsonden, die sowas halt automatisch machen. Das haben damals die Leute von Hand gemacht. Das hat ganz gut funktioniert. Man sieht hier in der Mitte auch so eine Aufnahme, da muss man die Erde gehalten haben. Und was da hinten rausgeht, das kommt von Polarlicht her. Und der Rest ist halt Reflexion auch von UV-Licht von der Sonne. Ja, hier schon unten rechts springt der John Young ziemlich hoch. Die haben ja alles so einen olympischen Wettbewerb gemacht. Man kann ja auf dem Mond mit der kleinen Schwerkraft ziemlich hoch springen. Kleine Anekdote noch hier zu dem Fernrohr. Oben hat sich alles verzögert, weil es Probleme gab mit der Mondkapsel im Antrieb vorm Abkoppeln. Deswegen sind die deutlich schwerer gelandet als geplant. Dadurch stand die Sonne höher, dadurch war der Schatten kürzer und man musste das Teleskop näher an die Landefähre stellen. Und deswegen ist halt bei Eintritt der Aufnahmen überall so ein größerer Teil von der Landefähre mit drauf. Aber nein, im Prinzip hat es funktioniert. Die letzte Mission, ich muss auch zum Schluss kommen, das war der einzige Nachtstart, der zweite Mondflug von Eugene Cernan, von uns zum Spaßvogel. Hier kam der erste Wissenschaftsastronaut zum Tragen. Man sieht ihn hier an einem großen Felsen, der Harrison Schmidt. Der wurde nachträglich eingebucht in den Flug. Und da musste einer der anderen Piloten halt reichen, der eigentlich für 18, 19 und 20 gedacht war. Der durfte dann aber später, wenn er wollte, vor dem Angebot mit Shuttle oder mit Skylab. Ja, und mit diesem Bild möchte ich überleiten von Apollo in die heutige Zeit in Zukunft. Das war 2017, als der Buzz Aldrin mal bei einer Rede von Donald Trump bezüglich dem aktuellen Weltraumprogramm zugange war. Wie der sein Gesicht verzieht, der alte Buzz Aldrin, das ist so toll. Da gibt es ja komplette Filme und Videos im Internet. Das ist wirklich fantastisch. Und er hat uns zum Beispiel vorgeschlagen, dass man statt der Space Force das lieber Space Craft nimmt, ein bisschen defensiv. Also er hat da sehr vernünftige Ansichten eigentlich, der Buzz Aldrin war ein so ein lustiger Chaos. Und er hat ja auch mal diesen Mund Ungläubigen, die sich glauben wollen, dass Opa mal kurz eins so eine gerade Rechte gegeben, falls ihm einfach zu viel wird. Ja, mit diesem Bild möchte ich dann leider leiden im zweiten Teil von Andreas Schulz. So, danke dir. Ich danke dir. So, vielen Dank, Thomas, für den sehr interessanten ersten Teil. Interessant ist natürlich zu sehen, wie ist es nach Apollo weitergegangen. Apollo war natürlich eine sehr großartige Mission, hat entsprechend auch die Weichen gestellt, sowohl technologisch als auch gesellschaftlich für das weiterführende Raumprogramm. Hier mal ganz kurz, muss man einschalten, tut er? Ah ja, danke schön. Also, mein Vortrag gliedert sich in drei grobe Teile. Wir schauen uns erstmal an, wie ist es überhaupt weitergegangen in den 50er bis 10er Jahre. Man sieht, dass sich da eine große Lücke aufgetan hat. Das heißt, der Mond ist leider aus dem Fokus geraten. Im zweiten Teil schauen wir uns an, wie es denn zurück zum Mond gehen könnte oder wie es aktuell geplant ist. Und im letzten Teil schauen wir uns an, wie es denn aktuell konkret in der Umsetzung ausschaut. Also welche Komponenten dazu aktuell in der Fertigung und in der Entwicklung sind, die man braucht, um wieder zum Mond zurückzukehren. Ja, starten wir mit dem ersten Teil. Hier eine kleine Übersicht über unser Sonnensystem. Ich habe jetzt versucht, mal ein bisschen einzuzeichnen, wie weit die Menschheit dann im Sonnensystem überhaupt gekommen ist. Einmal grün unbemannt und blau bemannt. Das ist jetzt so der Stand der unbemannten Raumfahrt hier in den 50er Jahren. In den 50er Jahren. Und das ist jetzt so der Radius, den wir jetzt erreicht haben in dem heutigen Stadium. Man sieht, wir haben quasi das komplette Sonnensystem abgedeckt. Also wir sind unbemannt überall im Sonnensystem unterwegs. Wenn man jetzt vergleicht, wie es mit der bemannten Raumfahrt ausschaut, sieht man hier, das ist in den 50er Jahren, da sind wir schon sehr weit gekommen, zum Mond, also von den 50er bis in die 70er Jahre zum Mond. Und wenn man dann schaut, wie sieht es heute aus, wo kommt dann der blaue Kreis?
Ja, also bemannte Raumfahrt machen wir heute aktuell eigentlich nur im Erdorbit. Das heißt, wir haben eigentlich einen Rückschritt vollzogen. Unbemannt sind die Grenzen sehr weit nach außen geschoben worden. Mit Voyager zum Beispiel sind wir schon an den Grenzen des Sonnensystems. Wir haben faktisch an jedem Himmelskörper Sonden, Orbiter und Landefähren gehabt. Aber bemannt ist eigentlich de facto seit der Mondlandung nichts mehr passiert. Zumindest was die Exploration des Sonnensystems angeht. Sieht man auch hier in der kleinen Übersichtsgrafik. Egal, wo Sie hinschauen, das ist nur ein kleiner Auszug. Egal, welchen Himmelskörper Sie anschauen, Dutzende Orbiter, Erforschungssonden, Technologieträger. Also da ist auch fast jede Woche in den Medien was zu finden zu irgendwelchen Sonden, die auf Asteroiden landen, die in den Jupiter stürzen, die Ringe untersuchen vom Saturn. Aktuell am Jupiter wird das Schwerefeld erforscht. Also man hat Dutzende von diesen unbemannten Sonden. Also da geht richtig viel. Hier nochmal aufgetragen, wie es denn bei den Mondmissionen aussieht. Also jetzt in dem Fall die unbemannten. Man sieht da in der Tat diese große Lücke. Das heißt, man sieht hier in den frühen Jahren so mit und nach Apollo, sieht man schon, wie so hier der Gradient negativ ist. Das heißt, es nähert sich so wirklich dieser Deadline der Nulllinie mit so ein paar kleinen Ausreißern hier. Aber so richtig los ging es erst wieder hier mit zwei amerikanischen Missionen, die nennenswert sind. Also die erste nach der großen Pause war eine japanische Sonde. Das war Haiten. Das war aber nur eigentlich ein Technologieträger, um ein paar Techniken auszuprobieren. Wissenschaftlich interessant wurde es erst wieder mit Clementine und dem Lunar Prospector. Wobei der Lunar Prospector auch nur deshalb geschickt wurde, weil mit Clementine sehr interessante Ergebnisse ermittelt wurden. Man hat da verschiedene Kameras und spektroskopische Instrumente dabei gehabt. Und mit diesen beiden Sonden ist dann auch entsprechend der Nachweis gelungen, dass an den Polen des Mondes in diesem Regolith auch wirklich Wasser vorhanden ist. Also nicht in Form von Seen oder von Wasserkammern, sondern halt entsprechend chemisch gebunden in dem Regolith. War aber auf jeden Fall ein großes Ergebnis. Und man sieht hier, es geht so langsam wieder so ein bisschen bergauf. Aber man muss ganz klar sagen, den Hut bei diesen Mondmissionen haben nicht mal die Amerikaner da auf, sondern es ist eigentlich so ein internationales Overall. Man sieht hier Indien, China, Deutschland und auch Israel haben da entsprechende Sonden geschickt. Interessant, eine zum Beispiel, das war jetzt ja vor kurzem in den Nachrichten, zum Beispiel Beresheet, die ist ja aus diesem Lunar X-Prize hervorgegangen von Google. Die haben es zwar nicht innerhalb der Frist geschafft zu landen, sie sind zwar gelandet, nicht so ganz, wie sie es vorgestellt haben, ist leider abgestürzt, aber wie gesagt, man sieht auch, dass Privatinitiativen, die kommerziell gefördert werden, auch da dazu geführt haben, dass wir wieder zum Mond zurückgekehrt sind. Zunächst natürlich erstmal unbemannt. Nun, jetzt haben wir gesehen, unbemannt ist ja, sind wir ja sehr aktiv mittlerweile wieder. Jetzt geht es ja darum, wie können wir denn überhaupt wieder bemannt zum Mond kommen? Also wie können wir es schaffen, wieder Menschen zum Mond zu bringen? Da stellt sich natürlich die Frage, was müssen die technischen Rahmenbedingungen sein? Hier ganz kurz nochmal die Übersicht, was ganz, ganz wichtig ist, sind zwei, also ein Hauptfakt ist das Gewicht. Das heißt, wenn man hier sieht, die Startmasse dieser beiden Komponenten, da fehlt noch das Escape-System, kommt dann locker über 40 Tonnen. Wie gesagt, die zwei zusammen hier sind ja schon bei 46 Tonnen. Dann kommt dieser Fluchtturm noch oben drauf. Also da muss man schon eine sehr, sehr starke Rakete wie die Saturn V haben, um diese Masse überhaupt über die erste kosmische Geschwindigkeit zu bringen, sprich auf einen Weg zum Mond zu bringen. Da bietet sich natürlich eine große Rakete an. Hattest du ja schon gezeigt, Saturn V hat dieses Potenzial gehabt. Man sieht es hier an dem Fakt, ich muss es gerade raussuchen, wo es steht. Genau, dort sieht man hier also diesen translunaren Injektionsorbit. Da schafft sie eine Nutzlast von knapp 50 Tonnen. Das ist eine ganze Menge. Und auch bisher ist nur Saturn V eine solche Rakete, die überhaupt in der Lage war. Also es gibt bisher keine Rakete, die diese Nutzlast zum Mond bringen kann aktuell. Also wir haben eigentlich de facto das Wissen wieder verloren. Ich habe vor kurzem einen interessanten Satz gelesen, Wissen ist ein sehr fragiles Ding. Man muss dazu sagen, werden wir gleich sehen, man hat natürlich das Know-how mal gehabt von der Saturn V, aber wenn man dieses Wissen nicht pflegt und kontinuierlich diese Dinge produziert und erprobt, dann geht dieses Wissen wieder verloren. Und das ist leider so, wir werden gleich sehen, man ist eigentlich nicht mehr in der Lage, eine Rakete wie die Saturn V heute so zu bauen. Man muss sich dieses Wissen erst wieder erarbeiten.
stellt sich natürlich die Frage, ja, wir können ja, wir konnten doch mal die Saturn 5 bauen. Wieso müssen wir jetzt neue Sachen entwickeln? Lass uns doch einfach wieder mit der Saturn 5 fliegen. Die gab es doch, nehmen die Pläne raus, bauen sie nochmal und fliegen hin. Der Gedanke ist natürlich verlockend, aber wir werden schnell feststellen, dieser Gedanke zerschlägt sich sehr schnell allein aus dem kommerziellen Aspekt. Wenn man betrachtet, Stichwort Know-how, damals waren über 20.000 Firmen beteiligt, also die das produziert haben. Das fängt natürlich an bei den Standardkomponenten, aber geht natürlich auch über die Triebwerke, die Computer, die ganzen Materialien, die ganzen Zulieferbetriebe. Unheimlich viele Firmen und allein die NASA hat mittlerweile, ich möchte mich gerade entschuldigen, die Auflösung scheint nicht ganz toll zu sein, ich hoffe, Sie können es trotzdem erkennen, aber man sieht, allein die NASA hortet ungefähr 80 Kubikmeter an Dokumenten. Also wenn Sie die heute sichten wollen, also ich muss bei Anforderungsanalysen weitaus weniger Dokumente sichten, brauche länger, aber Sie sehen schon hier, allein die immense Menge an Dokumenten muss ja auch wieder gesichtet und erlernt werden. Die Wissenschaftler oder die Ingenieure, die das damals entwickelt haben, die gibt es heute größtenteils nicht mehr, das heißt, das Wissen ist de facto weg. Zweiter Stichpunkt ist die Verfügbarkeit, also die ganzen Materialien und Fertigungstechniken, die man damals beherrscht hatte, sind ja heute gar nicht mehr verfügbar. Also man hat ja neuere Materialien, man hat ganz andere Fertigungstechniken. Das heißt, wenn Sie heute zum Beispiel so einen Tank von Saturn produzieren müssten oder wollten, bräuchten Sie auch die Fertigungsanlagen wieder. Die gibt es ja gar nicht mehr. Das heißt, auch das ist nicht geschwind. Also man kann nicht so geschwind so eine Saturn 5 bauen. Eine normale Drehbank können Sie nicht aus hier ausmotten und dann da entsprechend das bauen. Das geht gar nicht. Oder auch ein schönes Beispiel hier, das ist dieser Apollo Flight Computer. Ein sehr tolles Teil, da gibt es auch nette Reanimationsversuche bei YouTube, können Sie mal schauen, da gibt es sehr ambitionierte Amateur-Elektroniker, die so ein altes Objekt, das sie auf dem Schrott erkauft haben, die haben auch Besuch von der NSA bekommen, aber sie konnten nachweisen, dass sie es gekauft haben zu Kilopreis. Man sieht hier, also die haben das wieder reanimiert, aber das können sie heute gar nicht mehr fertigen. Man versteht es natürlich noch, man hätte aber gar nicht mehr die Halbleiter, die da verarbeitet worden sind, die ganze Technologie ist einfach weg. Also allein diesen Computer könnten Sie gar nicht mehr nachbauen. Nun, man könnte natürlich berechtigt sagen, naja klar, wer braucht denn so eine alte Gurke, da schneidet man ein Smartphone rein, der hat ja deutlich mehr Leistung. Ja, auch da muss man einwenden, diese gesamte Kapsel, die gesamte Flugeigenschaften sind natürlich auch bestimmt durch die Komponenten, die da drin verbaut sind. Das heißt, wenn der da fehlt vom Gewicht, haben Sie eine ganz andere Statik in dem Objekt. Das heißt, Sie können nicht einfach geschwind die Komponenten austauschen. Wenn Sie das tun, müssen Sie natürlich das Objekt nochmal komplett neu validieren und testen. Ja, und dann kommt natürlich der, sag ich mal so ein bisschen, jetzt kommt so die Rechtsabteilung zum Tragen, Stand der Technik. Das heißt, Sie müssen natürlich auch als Behörde die Sicherheit der Astronauten gewährleisten. Das heißt, Sie müssen erstmal jemanden finden, wenn diese Rakete nochmal gebaut würde, der da seine Unterschrift drunter setzt. Weil der würde sagen, ja, habt ihr zwar schön gebaut, sieht schön aus fürs Museum, aber das ist ja gar nicht mehr Stand der Technik. Also ich war auch im Aviation-Umfeld tätig, also die FAA ist das sehr streng, auch wenn man es in der Vergangenheit nicht mehr so wahrgenommen hat bei diversen anderen Sachen. Möchte jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber nichtsdestotrotz, die FAA muss da ja auch ihre Freigabe geben und die würde natürlich sagen, also sowas gebe ich nicht mehr frei. Also das ist mir zu heikel. Also von daher, Sie sehen schon, da sind sehr viele Themen, die man natürlich technologisch wieder in den Griff kriegen kann. Aber Sie bauen ja auch, wenn Sie jetzt ein Auto wollen, bauen Sie auch kein altes Auto mehr zusammen nach alten Plänen. Sie versuchen es natürlich am Stand der Technik zu orientieren. Auch ein nettes Beispiel, selbst wenn Sie Apollo bauen würden und das Kommandomodul, Sie hätten extrem Probleme. Wenn Sie zum Beispiel mit dem Apollo-Modul an der ISS andocken wollen, könnten Sie gar nicht andocken. Das ist so ein Andock-Adapter der ISS. Die passen gar nicht zusammen. Also Sie können gar nicht mehr eine ISS parken zum Beispiel. Also die Technologien passen da nicht mehr zusammen. Also Sie sehen schon, ist einfach anachronistisch, war ein super tolles Teil für seine damalige Zeit, ist heute auch noch ein tolles Teil. Also ich würde heute alles dafür geben, nochmal so einen Start mitzubekommen von so einer Saturn. Das war bestimmt sehr beeindruckend. Aber rein aus wirtschaftlicher Sicht macht die Saturn 5 heute keinerlei Sinn mehr. Also da bauen Sie es besser neu. Ist leider so, aber weg ist weg. Also da muss man leider neu ran. Und da kommen wir schon zu den aktuellen Missionen. Das ist die Artemis-Mission. Hab mir diesen Schwerpunkt genommen. Es gibt Dutzende andere Firmen, die da aktiv sind, aber das würde heute Abend auch den Zeitrahmen deutlich sprengen. Deswegen habe ich mich auf diese Hauptmission der Amerikaner so ein bisschen gestürzt, die meines Erachtens auch aktuell die größten Chancen hat, da entsprechend wieder einen Menschen zum Mond zu bringen. Nicht erschrecken, ein paar Fakten. Also mir war jetzt ganz wichtig zu zeigen, man hat zwar eben diese Lücke gesehen. Das heißt, nach den 70ern war natürlich eine riesige Lücke, zumindest in der Wahrnehmung und auch in der praktischen Umsetzung der Mondmissionen.
aber es war nie ganz aus den Gedanken der Wissenschaftler. Man muss ganz klar sagen, es war immer Wunsch der Wissenschaftler und der Technik, auch der NASA, wieder zum Mond und sogar zum Mars zu fliegen. Es wurde halt einfach aus wirtschaftlichen Aspekten heraus nicht mehr genehmigt. Sie sehen schon hier, schon in den 70er Jahren, auch da entschuldige ich mich nochmal für die Schriftart, die scheint der Beamer nicht so ganz zu mögen. Es war aber gesagt, dann in den 70er Jahren hat man sich schon Gedanken gemacht für eine Nachfolgemission für Apollo. Naja, warum? Zum einen natürlich wollte man weitergehen, zum anderen waren da zigtausend Arbeitsplätze dran. Also man hätte da keinen Wahlkampf gewonnen, wenn man da entsprechend nicht dafür gesorgt hätte, dass diese zigtausende Angestellten, die da in den Behörden und bei den Firmen sitzen, jetzt dann gänzlich ohne Arbeit dastehen. Deswegen war es immer auch ein politisches Thema, da wieder weiterzumachen. Das heißt, schon in den 70er Jahren hatte man ein Programm aufgesetzt, also Ideen, sogar bis zum Mars zu kommen. Das war schon in den 70ern ein Thema. Hat sich aber dann entsprechend nicht bewahrheitet. Konkret wurde es dann endlich im Jahr 2004, da wurde entsprechend dieses Constellation-Programm ausgerufen. Auch da war entsprechend eine Agenda gesetzt. Zum einen, da war die ISS schon im Bau. Das war ein Punkt, das wollte man sicherstellen. Dann war aber auch schon die Rückkehr zum Mond bis 2020 geplant und auch schon da wieder entsprechend der Punkt, um zum Mars zu kommen. Wurde aber dann unter Präsident Obama maßgeblich eingedampft. Das Geld hat schlichtweg gefehlt. Man sah jetzt entsprechend keinen großen Zwang, da wieder was zu machen. Ein bisschen mehr Dampf kommt eigentlich jetzt wieder erst ins Spiel über diese privaten Firmen wie SpaceX. Sollte ja jedem bekannt sein. Man kann nicht nur Männer zum Mond schicken oder Damen, sondern auch Autos zum Mars. Also da hat er sich entsprechend doch die Popularität gesichert. Also das heißt, man sieht hier zum Beispiel SpaceX und Blue Origin. Das ist entsprechend Jeff Bezos, der Chef von Amazon. Die haben entsprechend da angefangen, entsprechend die Technologie aufzubauen, um auch wieder jenseits des Erdradius entsprechend zu kommen. Wo ich eigentlich leider wenig Informationen zusammengetragen habe, aber wo ich auch ein großes Potenzial sehe, ist bei den Missionen der Volksrepublik China. Da sieht man schon, die haben sogar zwei Raumstationen, eine ist schon wieder abgestürzt, die zweite soll Ende des Jahres abstürzen. Und landen ja, wie man auch gesehen hat, mittlerweile auf der Rückseite vom Mond ganz leicht. Das heißt, ist momentan schwer abzuschätzen, man kriegt sehr schwer Informationen dazu, aber würde ich auch jetzt nicht ganz ausschließen, dass die auch da entsprechend Ambitionen hegen, zum Mond zu kommen. Man sieht, da kommt wieder so ein bisschen der alte Kampf der Systeme so wieder ein bisschen zum Tragen, habe ich zumindest den Eindruck. Das heißt, die Amerikaner fühlen sich gerade so ein bisschen so im Hintertreffen und drücken da ein bisschen aufs Gas. Sie haben natürlich da momentan einen guten Präsidenten, dem es gelegen ist, ein bisschen Außenwirkung zu produzieren, sage ich jetzt mal. Von daher drückt der ein bisschen aufs Gas, und zwar diese neue Space Policy Directive 1, die jetzt letzten Endes wieder nichts anderes ist, wie das Aufwärmen des Constellations-Programms unter neuem Namen. Das heißt, das Artemis-Programm wurde jetzt maßgeblich wieder mit Geldern versorgt unter der aktuellen Administration. Ich muss dazu sagen, wahrscheinlich nicht ganz ohne Eigennutz des Präsidenten. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt des neuen Programms ist, dass noch innerhalb der ersten bzw. zweiten Amtszeit von Herrn Trump ein Astronaut auf dem Mond landet. Er würde sich gerne mit schmücken, deswegen gibt er da ein bisschen Gas. Ob die Realität sich das da entsprechend so richtet, wie er sich das wünscht, lassen wir mal dahingestellt. Aber wie gesagt, er wünscht sich das. Und naja, wir sind ein bisschen Nutznießer davon. Das heißt, da geht wieder ein bisschen was rein. Wollen ja nicht meckern, dass es da wieder weitergeht. Genau. Da einen kurzen Abriss des Artemis-Programms. Ja, wir werden gleich sehen, das nimmt jetzt doch schon sehr konkrete Züge an. Man sieht jetzt so die grobe Planung. Ich denke, der wichtigste Meilenstein, den man hier sieht, ist 2024. Davor sollen einige Aufbauarbeiten stattfinden. Das sieht man hier so oben angedeutet. Man sieht hier, das ist die neue Kapsel Orion. Die stelle ich gleich im Detail noch mal ein bisschen vor. Die Aufgabe dieses Orion-Moduls ist natürlich zum einen, wieder einen Raumgleiter zur Verfügung zu stellen, mit dem man wieder Astronauten ins All und zum Mond befördern kann, aber auch als, sag ich mal, als Frachttransporter, der entsprechende Teile nach oben bringt, die Sie hier sehen. Das sind so Module. Ja, und wozu sollen die dienen? Die sollen zum Aufbau einer neuen Mondstation, die sich im Orbit des Mondes befindet, sicherstellen. Das heißt, Sie sehen hier, vorangehend werden entsprechend diese Raumstation-Teile umgebracht und entsprechend ein Lunar Lander. Das heißt, die neue Mondmission wird nicht so ausgestaltet sein wie Apollo, dass sie ein
quasi Direktflug hinmachen, das heißt, sie starten die Komponenten von der Erde, landen auf dem Mond und fliegen wieder zurück, sondern es soll eine Art Zwischenhalt geben, und zwar genau diese Mondstation. Das heißt, man würde dahin fliegen, dockt dann an dort, steigt dann in diesen Lander um, der da schon in den vorigen Missionen aufgebaut wurde, und fliegt dann zum Mond, macht seine Mission, kehrt wieder zu dieser Luna-Station zurück, steigt wieder in das Orion-Raumschiff ein und zurück. Das heißt, das ist so eine Zwischenstation. Wie das dann ausschaut, ist dann hier illustriert. Das sind schon sehr konkrete Bemühungen und Planungen seitens der NASA. Was mir auch sehr gut gefällt, man sieht, es wird wieder eine internationale Station sein, ähnlich wie der ISS. Wer sich ein bisschen mit der ISS auskennt, wird hier doch eine sehr große Verwandtschaft zu ISS feststellen. Die Module sind sehr baugleich, zum Beispiel hier, das erinnert mich sehr stark an das Beam-Modul der ISS, das hier entsprechend auch von der JAXA, also von den japanischen Kollegen, auch das ist entsprechend ähnlich zu dem HTV, also dem Logistikmodul, das heute schon im Einsatz ist. Also da sind entsprechende Komponenten, die man schon kennt. Oder auch hier das russische Modul, auch sehr stark baugleich zu den Modulen, die gerade am russischen Teil der ISS zu finden sind. Das heißt, da macht man so ein kleines Recycling, was ja aber auch klug ist, wie wir eben gesehen haben. Das heißt, man muss das Wissen, was man gesammelt hat, auch ein bisschen weiter pflegen, weiterentwickeln. Natürlich nicht rein 100% wieder recyceln, sondern aber einfach auf der Technologie aufsetzen und weiterentwickeln. Das heißt, man kann jetzt hier auf dem Wissen, was man bei der ISS gesammelt hat, aufsetzen und diese Mondstation in Betrieb nehmen. Dies ist nicht ganz unumstritten. Auch einige Ex-Apollo-Astronauten haben sich da maßgeblich beschwert und gesagt, okay, das ist eigentlich großer Käse. Wenn man eine Mondstation bauen möchte, sollte man sie doch lieber auf dem Mond machen. Das ist schon richtig, aus wissenschaftlichen Aspekten wäre es deutlich einfacher, auf dem Mond eine Station zu bauen. Man wäre direkt vor Ort, könnte dort viel längere Aufenthalte planen. Von daher, aus dem Aspekt heraus, ist die Mondstation im Orbit natürlich negativ. Andererseits, wenn man den größeren Fokus hat, den größeren Blick nach vorne, macht so eine Station für die kommenden Mars-Missionen natürlich deutlich Sinn. Jetzt nicht in Form von einer Forschungsstation, eher als eine Art Tankstelle. Das heißt, wenn Sie dort quasi Treibstoff und Bauteile lagern, mit der Sie die Mars-Mission versorgen, macht so eine Station schon Sinn. Nicht, wie gesagt, nicht zu Forschungszwecken, aber doch entsprechend als Ersatzteillager und entsprechend als Tankstation. Also von daher hat für und wieder so eine Station. Man kann sie nicht ganz kritiklos lassen, aber ich denke, das ist ja im Sinne der Wissenschaft auch entsprechend da einen Diskurs zu führen. Und da sieht man auch entsprechend hier dieses Orion-Modul. Was ich da faszinierend finde, das ist kein reines amerikanisches Modul, sondern Europa ist da auch maßgeblich beteiligt. Also auch Airbus baut dieses Service-Modul. Finde ich ganz toll. Muss dazu sagen, das ist so der Deal, den die ESA eingegangen ist. Also das ist so die Berechtigung, dass wir weiterhin Astronauten zu ISS schicken dürfen. In der Vergangenheit war es ja das ATV, also dieses Versorgungsmodul, das entsprechend Nachschub zu ISS gebracht hat. Das war die Leistung der Europäer, damit man europäische Astronauten hinschicken darf. Jetzt gibt es dieses Versorgungsmodul nicht mehr. Jetzt muss man sich was Neues einfallen lassen. Und ich finde es ganz toll, dass wir da zum Zug gekommen sind, dass Europa maßgeblich an diesem neuen Raumfahrzeug beteiligt ist. Also der vordere Teil wird von der NASA beauftragt, in den USA maßgeblich gebaut, und der hintere Teil von der ESA. Vielleicht gleich noch ein paar Bilder zeigen. Also bin ich positiv erstaunt, dass wir in Europa in der Lage sind, da doch die neue Mondmission mit zu supporten. Nicht erschreckend, eine kleine Übersicht. Da war es mir wichtig zu zeigen, dass man sieht hier auch wieder diese große Lücke, dass entsprechend hier nur das Apollo-Raumschiff und die Saturn-Rakete das einzige System war, mit dem man in der Zeit überhaupt einen Menschen zum Mond bringen konnte. Dazwischen gab es einfach nichts mehr. Es gab natürlich große Raketen, die Ariane oder entsprechend hier die japanischen Raketen oder natürlich die russischen Raketen, alles tolle Sachen, aber keiner hatte diese große Nutzlast, um entsprechend Menschen zum Mond zu bringen. Und erst jetzt in den aktuellen Entwicklungen sieht man diese orange gekennzeichneten Komponenten, maßgeblich natürlich hier das SLS, also dieses Space Launch System, kommen wir gleich noch drauf, entsprechend auch diese Mondstation, dieses Lunar Orbital Platform Gateway, sind entsprechend dieser amerikanischen Anteil, aber auch Russland ist natürlich beteiligt selber an der internationalen Station, aber sie planen auch eine eigene Raumstation. Ob es dazu kommt, muss man sehen. In Europa, wie gesagt, auch beteiligt entsprechend an den Komponenten für das Raumschiff und Japan auch entsprechend beteiligt an der Mondmission. Schön zu sehen, damals reines amerikanisches Thema, mittlerweile ein internationales Thema, macht natürlich
technologisch und wirtschaftlich Sinn, dass man da einfach kooperiert. Hat man schon bei der ISS gesehen, die Amerikaner allein wollten die ISS unter dem Namen Freedom, später Alpha, starten, haben aber schnell gemerkt, sie würden da auch entsprechend an die Grenzen ihrer finanziellen Leistbarkeit kommen. Von daher ist es einfach ein logischer Schluss, dass entsprechend dort eine Kooperation zum Tragen kommt. Gut, jetzt haben wir gesehen den groben Missionsüberblick, wie wir denn zum Mond zurückkehren möchten. Jetzt schauen wir noch ganz kurz an, wie denn der aktuelle Stand ist und wie die einzelnen Komponenten ausschauen. Hier, wie gesagt, nochmal eine kurze Übersicht rein der Trägerraketen. Da bitte den Hauptblick auf die untere Tabelle. Die obere Tabelle zeigt, welche Raketen zur Verfügung stehen mit den Nutzlasten für diesen Low Earth Orbit. Das heißt, um Nutzlasten zu ISS zu bringen zum Beispiel. Und die wichtigere Tabelle bezüglich auf bemannte Mondmissionen ist die untere Tabelle. Da geht es um die Nutzlasten, die man entsprechend ja zum Beispiel zum Mond bringen kann. Und da gibt es de facto nur zwei einzelne Raketen, die aktuell in der Planung sind. Das ist einmal die SLS, die wir gleich sehen, und diese Big Falcon Rocket, das ist auch von Elon Musk. Diese sind die einzigen Systeme, die hier diese notwendige Startmasse, wir erinnern uns, Apollo ja knapp 50 Tonnen, entsprechend hier, knapp 40, Verzeihung. Das heißt, SLS wäre in der Lage, dieses alte Apollo-System wieder nach oben zu bringen. Naja, die einzige Zahl, die ich zu der Big Falcon Rocket gefunden habe, war größer, 100 Tonnen. Aber ich glaube, da kommt der Marketingchef von SpaceX zum Tragen. Da hat man, glaube ich, mal ordentlich auf die Pauke gehauen. Ob das wirklich später 100 Tonnen sein werden, muss man mal sehen. Aber wie gesagt, man sieht schon, die Amerikaner sind ein bisschen realistischer und sagen, die schaffen auf jeden Fall mal die 45 Tonnen zum Mond. Genau, so sieht das gute Stück aus. Bis auf die Farbe erinnert es doch sehr stark an die Saturn V von der Bauform her, aber man muss dazu sagen, technologisch sattelt es eher auf dem Space Shuttle auf. Farblich auch so zu erkennen. Also das heißt, dieser große Tank und die beiden Feststoffbooster an der Seite inklusive der Haupttriebwerke sind vom Space Shuttle Programm übernommen. Ja, die sind ja noch zumindest bei den Firmen in der Schublade und noch, es gibt noch hoffentlich einen großen Teil der Mitarbeiter, die das Know-how haben. Das heißt, da hat man gesagt, okay, man hat Technik und will die wiederverwerten. Auch da gibt es natürlich eine positive und negative Seiten. Es ist natürlich nicht der ganz große Wurf, man hätte sich ein bisschen mehr gewünscht technologisch, aber immerhin, man ist doch noch mal in der Lage, entsprechend so ein Programm aufzusetzen. Man sieht hier die Projektkosten doch sehr immens, allein für die Trägerrakete über 35 Milliarden Dollar. Bitte? War eine Frage? Nee, okay. Genau, also da sieht man schon, das ist ein System, was dann wieder zum Tragen kommt. Ein bisschen schade finde ich, dass die NASA ein bisschen aufs Geld versehen war. Man sieht so eine kleine Randnotiz. Der Startplatz ist leider nur 39B. Apollo war 39A. Den hat sich aber Elon Musk, glaube ich, für die nächsten 20 Jahre gesichert und gemietet. Ja, wenn das liebe Geld winkt, dann hat die NASA gesagt, ja, was nützt lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach? Wer weiß, ob wir 39A jemals nochmal brauchen würden, wenn man solventen Mieter haben. Das ist dann natürlich herzlich willkommen. Aber das heißt, die nächste Mondmission wird nicht von 39A starten, wo die Saturn gestartet ist, ein kleiner Wermutstropfen, aber dafür gibt es ordentlich Pinke vom großen Bruder. Das kann die NASA gut gebrauchen. Also da, wie gesagt, die Startdaten hier, 39B ist der Nachbarstartplatz, also nicht ganz so weit weg vom Originalstartplatz. Auch da ein bisschen mehr Vision als Realität. Man sieht die verschiedenen Ausbaustufen dieses Space Launch Systems. Man hat hier so vier Ausbaustufen geplant. Zum einen den Block 1 und den Block 1b plus Block 2 mit Cargo. Das heißt, man plant zwei Transporter für Crew und zwei für Cargo. Man muss aber dazu sagen, die einzige, die sich momentan reell abzeichnet, ist die des 1b. Das heißt, die wird konkret jetzt aktuell gebaut und getestet. Die anderen drei Modelle werden wir mal sehen. Also momentan haben die Amerikaner genügend zu tun, dieses 1b-Modell zu finanzieren und zu bauen. Ist nicht ganz trivial. Man muss dazu sagen, die Amerikaner, zumindest die Kollegen bei der NASA sind ja wissenschaftlich und ingenieurstechnisch sehr gut unterwegs, aber so mit der kommerziellen Planung haben sie es nicht so. Man hat es schlicht und einfach verplant, dass man hierfür oder speziell für diese beiden anderen Ausbaustufen auch kommerzielle Partner sucht, also Nutzlasten aus der Wirtschaft, die hat man einfach vergessen. Das heißt, man hat momentan außer dem Mondprogramm keine weiteren Aufträge im Buch, zwei, drei kleine, aber das Problem ist, somit ist die Refinanzierung der Rakete aus kommerzieller Sicht momentan nicht gewährleistet. Deswegen sagt man sich, wenn man schon keine kommerziellen Partner hat, dann konzentrieren wir uns zumindest mal auf dieses Modell, damit wir die Machbarkeit darstellen können und auch das Ziel der Mondmission wieder im Auge behalten können.
Ja, jetzt noch ganz kurz, weil ja immer so ein bisschen ISS zwar letztes Jahr ziemlich gut zum Tragen kam aufgrund unseres, sag ich mal, europäischen Botschafters Alexander Gerst, war sie doch sehr omnipräsent, aber ansonsten Streammedien eigentlich wieder leider keinerlei Berichterstattung von der ISS. Was ich ein bisschen schade finde, weil die ISS, das macht richtig Spaß, die NASA macht eigentlich sehr viel Public Relation mit der ISS, es gibt schöne Experimente, Kooperation mit Schulklassen, also ist auch ein sehr ergiebiges Thema, auch da würde ich Sie gerne ermuntern, sich ein bisschen mit der ISS zu beschäftigen oder die Videos anzuschauen, die sind immer gut gelaunt, die Astronauten, also da kann man wirklich sehr schöne Sachen lernen und es ist sehr amüsant, also von daher, aber neben dem unterhaltsamen Aspekt ist die ISS natürlich ein sehr, sehr wichtiger Technologieträger. Das heißt, dort ist die Erprobung von Technologien und Fertigungsmechanismen sehr, sehr wichtig zu erwähnen. Deswegen kurzer Abriss der ISS, um das nochmal ein bisschen in den Fokus zu rücken. Hier entsprechend von den Dimensionen kann man grob sagen, so groß wie 2 Fußballfelder. Das heißt, wenn diese Sonnensegel jetzt liegen würden, die drehen sich ja mit der Sonne mit, dann wären es entsprechend hier 2 große Fußballfelder, die da nebeneinander liegen. Also knapp 100 mal 100 Meter. Ich finde das sehr beeindruckend. Man muss allerdings dazu sagen, der bewohnbare Teil ist dieser mittlere Ast hier. Das sind diese unter Druck stehenden Röhren. Dieses obere Element hier, diese Truss-Elemente, sind im Prinzip nur eine tragende Struktur für die Radiatoren hier hinten, für die Ableitung und für die Sonnenkollektoren. Der bewohnbare Teil ist dieser. Ganz grob zur Orientierung, das ist im Prinzip, ja, wenn man vorne sagen will, das ist die in Flugrichtung liegende Spitze der ISS, da ist auch dieser Undock-Adapter, an dem früher das Space Shuttle immer angedockt hat. Jetzt aktuell das Crew Dragon Modul. Man sieht hier links das europäische Modul, das ist das Columbus Modul, hier rechts das Forschungsmodul der Japaner, hier in der Mitte wäre das Forschungsmodul der Amerikaner und der hintere Teil wird auch gern russischer Teil genannt. Da ist entsprechend das Hauptversorgungsmodul der ISS für Navigation und Leitsysteme und auch das russische Forschungsmodul. Das heißt, das ist so der internationale Teil. Die Astronauten können sich da frei bewegen. Es gibt da auch wiederum nette Videos auch vom Alexander Gerst, wo er komplett mal so hin und her schwebt, ein bisschen da mal rausguckt, da jemandem Hallo sagt. Kann ich auch sehr empfehlen. Da kriegt man mal so eine Vorstellung, wie die ISS überhaupt aufgebaut ist. Genau, oh, jetzt sollte eigentlich ein Bild kommen. Ah, dann kommt es halt so. Animation nicht ganz gewünscht, aber ja, wo ist überhaupt der Orbit der ISS? Also man sieht die Erde und dieser gelbe Kreis, das ist in der Tat die Flughöhe der ISS. Viel höher fliegt sie nicht, also knapp 400 Kilometer. Es gab mal eine nette Funkverbindung, und zwar, es gibt ja entsprechend diese arktische Station Neumayer 2, wo entsprechend die Wissenschaftler sind. Die sind natürlich sehr, sehr einsam, weil zu den nächsten Kontinenten sind ja mehrere tausend Kilometer. Und es gab dann mal eine Funkverbindung zwischen der ISS und dieser Raum und dieser Arktisstation. Und ich finde das so etwas Witziges. Diesen Forschern in der Arktisstation waren dann die nächsten Menschen, die über sie weggeflogen sind. Also, man denkt immer, boah, von der ISS, die haben dahin telefoniert, waren aber in der Tat nur 400 Kilometer weg. Also nicht ganz so weit, wie man sich das so denkt. Aber ja, man sieht schön hier diesen Orbit und dort entsprechend hier blau gekennzeichnet, das ist entsprechend diese Flugbahn, die bleibt doch immer konstant, genau unter diesem Neigungswinkel hat man eigentlich so ein bisschen, ist man den Russen ein bisschen entgegengekommen. Und zwar, man sieht schon, dieser Winkel liegt genau so, dass man von Baikonur sehr gut diesen Punkt erreichen kann. Es war früher anders geplant, der lag früher so geneigt, dass man von Cape Canaveral besser hinkam. Aber man hat es entsprechend, um die Russen ein bisschen da milde zu stimmen, so gelegt, dass von Baikonur gut aus dorthin gestartet werden kann. Ja, jetzt dreht sich die Erde ja unterhalb dieser Umlaufbahn weg und das ist dann das Bild, was sich dann immer so ergibt, wenn man sich das anschaut. Man denkt immer, was ist denn das für eine komische Flugbahn? Die fliegt da so Sinuskurven auf der Erde. Das ist eigentlich nur eine Projektionsthematik. Das heißt, die fliegt eigentlich nur einen Kreis um die Erde. Wenn man aber diese Erde in dieser Mercator-Projektion auffaltet, dann sieht diese Kreisbahn eigentlich dann projiziert aus wie so ein Sinus. Aber die fliegt nicht diesen Sinus, die fliegt diese Kreisbahn. Also wenn Sie irgendwann mal Bilder sehen von der ISS, die fliegt keine Sinuskurven, also dann wird nicht schlecht da oben, sondern die fliegen eine schöne konstante Kreisbahn, nur die Erde dreht sich drunter hinweg. Ein paar Eindrücke, die ich immer ganz interessant finde. Hier sieht man Alexander Gerst in seiner letzten Mission, sitzt hier im Columbus-Modul und macht auch Experimente mit sich selber. Das Foto ist auch dahingehend wichtig, um zu zeigen, dass man auch diese Langzeitmission auf die ISS sehr gut gebrauchen kann, um die Flüge zum Mond und zum Mars entsprechend zu erproben. Also da sind doch diese halbjährlichen Ausflüge doch sehr gut, um da entsprechend die Wirkung auf den menschlichen Körper erforschen zu können.
ganz nett auch die Perspektive. Man guckt hier geschwind durch drei Module hindurch. Also die Kamera ist jetzt hier hinten positioniert und schaut vom hinteren Eck des Columbus-Moduls durch das Columbus-Modul. Hier vorne ist dann entsprechend das amerikanische Modul und dahinter das japanische Modul. Also man guckt geschwind durch drei Module durch. Finde ich eine ganz nette Kameraperspektive. Man sieht auch hier vollgepackt mit allen möglichen Instrumenten. Hier das nächste Bild, da sieht man auch nette Aufnahmen von anderen Technologien, die da entsprechend erprobt werden. Ich finde auch ganz interessant diesen Roboterarm von den Kanadiern, dieser Canadarm nennt sich das, der kam schon beim Space Shuttle zum Tragen. Der hat verschiedene Funktionen. Zum einen gibt es hier vorne entsprechend so einen Aufsatz, man nennt es immer gern so das Schweizer Messer des Weltalls. Also da sind verschiedene Instrumente und verschiedene Werkzeuge positioniert, die den Greifarm sich schnappen kann und Außenarbeiten an den Experimenten, an der Außenfläche machen kann. Auch ein nettes Detail, man muss sich vorstellen, dieser Roboterarm kann von innen gesteuert werden und der kann wie so eine Raupe an der Außenfläche der ISS entlang sich hakeln. Man kann das gleich sehen, ich zeige das gleich mal, es gibt so Dockingpunkte, das sehen Sie hier, das sind so Dockingpunkte und dieser Arm ist symmetrisch aufgebaut. Das heißt, er hat hier eine Kralle und am anderen Ende eine Kralle. Das heißt, er kann sich immer an einem festhalten und kann dann so über die Station wandern. Das ist ganz nett, das heißt, er kann von vorne bis hinten komplett über die Station sich hangeln. Sieht dann aus wie so eine Raupe, die dann so ein bisschen so über die ISS hangelt. Man kann es aber auch dazu nutzen, ja, entsprechende Raumsonden einzufangen und anzudocken oder halt entsprechend den Astronauten eine Arbeitsplattform zu geben, mit denen sie entsprechende Außenarbeiten machen kann. Auch dieser Arm, haben Sie eben in der Übersicht hoffentlich gesehen, ich habe es leider nicht erwähnt, auch der wird wieder bei dem Mond-Gateway wieder zum Tragen kommen. Dann ein ganz nettes Bild finde ich, das linke obere Bild, das sind die vier Schlafkammern der Astronauten. Das heißt, die schlafen an der Decke und an den Wänden, was man auch immer als Decke oder Wand definieren will. Das heißt, man kann sich hier entsprechend hier so schön positionieren, dass alle da aus ihren Schlafkojen rausschauen. Finde ich ganz nett. Also die schlafen da entsprechend an diesen vier Wänden der Raumstation. Also da ist so hier unten drin so eine Kammer mit ihren persönlichen Sachen. Da können Sie ja so eine kleine Falltür zumachen, haben Sie Ihre Ruhe, weil da oben ist schon ganz schön laut. Sie sehen aber auch, das zweite Bild zeigt eine ähnliche Perspektive. Sie sehen, dieses hier ist so ein bisschen eine Behelfslösung. Es war ursprünglich mal ein Crew-Modul geplant, wurde aber aus Kostengründen weggestrichen. Also Sie sehen hier, das ist das Forschungsmodul der Amerikaner. Und wo steht die gute Dame? Vor den Schlafkabinen. Das heißt, die Schlafkabinen wurden einfach kurzerhand ins Forschungsmodul geschraubt, weil man kein eigenes Crew-Modul hatte. Das heißt, da kann schon mal sein, dass wenn Sie da aufwachen, dass der Kollege neben dran schon am Arbeiten ist. Auch alles sehr beengt auf der Raumstation. Auch hier ganz nett, das ist die Küche. Mag zwar nicht auf den ersten Blick so aussehen, aber man sieht, da sind die Nahrungsmittel verstaut, die dazu bereitet werden können. Und so sieht es aus, wenn man eine große Fete auf der ISS ist. Da war jetzt zum Beispiel ein Besuch eines Space Shuttles, das heißt, deswegen sind es so deutlich mehr als 6 Personen. Und man sieht schon, das war eine große Fete ausgrund dessen. Normalerweise ist das Essen in solchen Tüten auf der ISS. Aber die Astronauten haben so ein kleines Notproviant, das sie mitnehmen dürfen. Das heißt, das, was ihnen schmeckt, dürfen sie mitnehmen. Das sind dann diese Konservendosen. Die dürfen sie normalerweise nur in geringen Stückmengen mitnehmen. Aber wenn schon mal hoher Besuch da ist, dann wird das hier ein Festmahl. Sie sehen hier, die haben alle ihre Konserven aufgemacht. Die waren mal froh, dass Besuch da war. Und haben die dann entsprechend mal zu einem Festmahl eingeladen. Was auch immer da drin war, ich weiß nicht unbedingt, ob ich eine russische Konservendose aufmachen und verzehren wollte. Aber gut, schmeckt bestimmt irgendwie anders. Naja. Auch da ein bisschen ISS als Erforschungsträger. Man sieht hier, das ist wirklich so aufgenommen. Das heißt, der Kollege läuft hier an einer Seitenwand. Man sieht hier entsprechend, die Perspektiven sind natürlich ein bisschen verwirrend. Man sieht hier entsprechend so ein Modul, wo man reingehen kann. Und da läuft er an der Wand und macht diese Kräftigungsübung, damit er nicht seine Muskulatur verliert über den langen Aufenthalt. Und nebendran hier ist noch das Badezimmer oder was auch immer das dann sein soll. Und man sieht hier schon schön, hier ist das Badezimmer, auf der anderen Seite wäre dann dieses Laufband und hier ist dieses schöne Modul, das der Alexander Gerst immer benutzt hat, dieses Cupola-Modul. Ja, ich denke, es gibt keine schönere Terrasse auf der Welt als das Cupola-Modul. Hier ein nettes Selbstauslösebild, das hat Alexander Gerst selber geschossen. Er ist erst zum anderen Ende der Raumstation geflogen, hat die Kamera auf Selbstauslösung gestellt. Er wusste ungefähr, wie lange er braucht, wieder zurückzuschweben, auf Auslöser gedrückt, zurückgeschwoben. Und hat sich da hingestellt und hatte mal fleißig gewunken ein paar Sekunden und hat es wirklich funktioniert. Also da hat er sich selber fotografiert. Also das hat er in der Tat wirklich gut hinbekommen. Und da sieht man einen dieser Hauptgreifarme hier, also das ist diese Andockpunkte für den Kanada-Arm. Also das ist keine Antenne oder sonst irgendwas, sondern das ist dieser Energie- und Datenankopplungspunkt für diesen Greifarm. Ja, hier noch so ein paar Raumschiffe, die man sieht. Das japanische Modul, dann sieht man hier
so ein aufblasbarer Technologieträger, das Beam-Modul. Das wird ja auch in der Form vermutlich eine Raumstation um Mond zum Tragen kommen. Das ist ein ja, Self-Inflatable. Das ist sehr kompakt zusammengefaltet und bläst sich dann entsprechend im Raum auf. Finde ich ganz nette Idee. Gibt es ein nettes Video auch, wo die Astronauten dann die Luke öffnen und reingehen. Man merkt, die sind schon sehr vorsichtig. Also mir wäre auch nicht so ganz wohl, wenn ich wüsste, das ist das erste seiner Modelle. Bläst sich so auf, naja, weiß nicht, da außen minus 273 Grad, kein Sauerstoff, dann ist man da drin von so einer aufblasbaren Hülle umgeben. Man merkt, dem Astronauten war es nicht so ganz geheuer, da reinzufliegen, aber es hat dann funktioniert und ist auch schon seit Jahren in Betrieb, also ist auf jeden Fall sicher. Aber da sieht man so ein bisschen, dass das auch nur Menschen sind und da entsprechend da vorsichtig sind. Hier, wie erwähnt, das war das europäische Frachtmodul, das ja eigentlich technologisch die Basis ist für das Servicemodul, damals hier hinten angedockt am russischen Teil. Ja, müssen Sie gar nicht lesen im Detail, was ich an der Tabelle sehr interessant finde. Das ist jetzt der Jahresplan hier von Juli 2019 bis ja hier so, sag ich mal so, Ende 2020. Das ist ja einfach die Liste der Raumgleiter, die an der ISS andocken. Das ist der Fahrplan. Also man sieht, das oben ist ein echter Weltraumbahnhof. Da docken verschiedenste Teile an, also Soyuz, die Dragon 2, der Starliner, ein Cygnus-Modul. Also all diese Raumschiffe hier docken in diesen Abständen, das ist meistens im 3-Monats-Abstand, docken da oben an. Also es sind meistens immer 2 oder 3, manchmal sogar 4 Raumschiffe parallel angedockt. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, da kommt nicht nur alle halbe Jahr mal einer rauf, da kommt alle paar Wochen, dockt da ein Raumschiff an. Also es ist ein echter Weltraumbahnhof. Also ich finde das sehr faszinierend, dass die ISS so hochfrequentiert besucht wird. Und ein wichtiger Termin, der ansteht, ist hier entsprechend diese Crew Dragon von SpaceX, die ja jetzt das Nachfolgermodell im Prinzip von dem Space Shuttle sein soll, um wieder Personen zu ISS zu bringen. Aktuell können das ja nur die Russen mit ihrem Oldtimer, sehr zuverlässig, aber ein sehr gutes Modell. Hier diese Soyuz, aber die Amerikaner sind natürlich bedacht, hier mit dem Crew Dragon und dem Starliner von Boeing wieder eigene Firmen zu haben, die in der Lage sind, Menschen zu ISS zu bringen. Kommen wir noch zum aktuellen Stand. Nennt sich Orion. Man sieht so ein bisschen die Artverwandtschaft. Das Logo der Orion ist sehr, sehr nah angelegt an die Apollo-Logos. Man sieht hier wieder dieses Sternbild Orion, das auch bei Apollo entsprechend im Logo verheiratet war. Man sieht hier den Aufbau dieses ja, Raumschiffes, vorne dieses ja, Escape-System, das die Astronauten im Krisenfall wegreißen soll von der Startrakete. Hier entsprechend das Kommandomodul Orion. Man sieht entsprechend von der Form her sehr stark angelehnt an das Apollo-Modul. Hier das europäische Servicemodul zur Stromerzeugung und entsprechenden vitalen Systemen, das auch mit Solarzellen ausgestattet ist, um da die Reichweite zu verlängern. Man sieht auch einen Fortschritt, es können bis zu 6 Personen Platz nehmen in diesem Modul. Also Apollo war ja für 3 und dieses Modul entsprechend hier für 6 geplant. Jetzt haben wir gesehen, oder noch mal einmal zurück, wenn man noch mal im Kopf hat, wie denn Apollo funktioniert hat. Apollo hat hier entsprechend ein Andockmanöver geübt und ausgeführt. Das heißt, die Crew ist ja abgedockt, hat sich gedreht und hat diesen Mondländer hier rausgezogen. Das wird so bei Artemis und bei der Orion-Mission nicht mehr sein. Das heißt, es wird nicht mehr ein einziger Träger sein, der sowohl Kommandomodul und Lunar Lander nach oben bringt, sondern, wie wir es eben gesehen haben, bei der Mondmission, der Lunar Lander wird vorher als Fracht zur Raumstation am Mond gebracht. Dann kommt die Crew mit der Orion hinterher und landet dann von dort mit dem Lander auf dem Mond. Das heißt, dieses Modul führt den Lander nicht mehr mit sich. Das macht man da nicht mehr. Aber man sieht schon, kommerzielle Firmen haben da ihre Chance gewittert. Auch hier entsprechend Blue Origin. Hier sieht Jeff Bezos von Amazon. Der hat dieses Konzept jetzt vorgestellt, also diesen Lunar Lander, der entsprechend Cargo oder sogar mit einem additiven Modul obendrauf entsprechend Menschen dann zum Mond und wieder zurück zur Raumstation bringen soll. Das ist entsprechend so die Planung. Das heißt, man sieht auch da eine internationale Zusammenarbeit. Die Amerikaner wollen da kein einzelnes Modul mehr bauen, sowohl mit Crew-Modul, Service-Modul und Lander. Sie bauen nur noch das Kommandomodul. Das Service-Modul kommt von den Europäern und der Lander wahrscheinlich von kommerziellen Firmen. Und da ist eine kleine Fotomontage. Man sieht, das ist in der Tat schon in der Mache. Das heißt, man sieht hier dieser Escape-Turm, um da entsprechend das ja, Rettungssystem der Kapsel. Hier unten drunter ist dann entsprechend, hier unter dieser Abdeckung ist das, ja, das Kommandomodul, das Sie hier sehen. Das wurde hier verladen für einen Abwurftest aus einem Flugzeug. Man sieht hier auch, der war jetzt vor 2 Wochen oder vor anderthalb Wochen,
Man sieht hier oben entsprechend dieser Fluchtturm und hier diese obere Stufe, da wurde geprobt, ob da entsprechend diese Flucht, also dieses Notsystem funktioniert. Das testet man auch in der Tat als erstes. Und hier ist das Service-Modul der Firma Airbus. Man sieht auch das schon ziemlich weit gediegen. Das heißt, dieses System ist trotz aller Kritik und ja doch der leider spärlichen Informationspolitik hier in den Medien doch schon deutlich weiter, als man vermuten mag. Und was ich besonders interessant finde, ist dieses Bild da oben. Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass man momentan nicht mehr in der Lage wäre, eine Saturn V zu bauen. Ähnlich verhält es sich auch bei diesen Antriebsstufen hier. Das sind nämlich die Shuttle-Triebwerke, RS-25. Also die kamen als Triebwerke beim Shuttle zum Tragen und man hat sich entschieden, diese wieder technologisch zu verwenden für dieses Space Launch System als Antriebssystem für die unterste Stufe. Und sie haben es wirklich geschafft wieder. Sie haben es selber zugegeben, aber es gab mal so ein Interview, da haben sie geschrieben, sie sind ja doch sehr erstaunt, dass sie das wieder hinbekommen haben. Also sie mussten ihre ganzen alten Ingenieure und Entwickler wieder ausgraben und wieder dazu bringen, diese Raketenmotoren zu bauen. Und sie haben es in der Tat geschafft. Also hier sieht man schon den ersten Satz der Aggregate. Also seit Ende der Shuttle-Mission 2011, da wurden ja auch noch die noch verwendet, die schon seit Jahren fertig waren. Also die wurden seit ungefähr 20 Jahren auch nicht mehr gebaut. Das heißt, man hat da auch es wieder geschafft, diese Triebwerke zu bauen. Und ich finde so, diese einzelnen Puzzleteile sind natürlich noch keine fertige Rakete, aber man sieht, es ist schon sehr weit gediegen. Und ja, also ich denke, man kann sich dann doch ein bisschen vorstellen, dass es doch in Reichweite liegt, da entsprechend wieder zum Mond zu kommen. Dann wäre ich eigentlich am Ende. Thomas, kannst du gerne noch nach vorne kommen. Also wie gesagt, das Wichtigste ist hier, da hattest du ja, glaube ich, auch als Impulsgeber den Spruch auch hier eingebracht, alles ist wichtig, aber am wichtigsten ist die Zeit. Das heißt, man darf alles spendieren, aber keine Zeit. Also das ist, glaube ich, ganz im Sinn der Amerikaner, da entsprechend wieder zeitnah zurückzukommen. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Laufen Sie nicht weg als kleinen Appetizer zur Diskussion. Das heißt, dass Sie nicht weglaufen, sondern mit uns diskutieren wollen. Habe ich ein kleines Objekt aus unserer Sammlung mitgebracht von der Sternwarte Heilbronn. Ein kleines Stück vom Mond. Also wenn Sie mal ein Stück vom Mond in der Hand halten wollen, kommen Sie einfach nach vorne. Einige von Ihnen sind noch so jung, die schaffen es vielleicht mal persönlich zum Mond. Für die ältere Fraktion wie mich, ich muss mich damit zufrieden geben. Also Sie können gerne nach vorne kommen, sich den Mond noch ein bisschen hier in die Hand nehmen und gerne mit uns ein bisschen diskutieren. Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.